Hallo und herzlich willkommen zum Schum War Wednesday. Ich spiele jetzt meine Kampagne weiter, Spiel fortsetzen. Ich glaube, wir hatten zuletzt das mit dem Schnee gemacht, das ist schon 2 Wochen her, weil letzte Woche war ich ja nicht. Nee, 2 Wochen Der nicht. Rest von Letzte Woche Kommando habe ich doch gespielt. 141 hat das ACS Ach, egal. reingebracht, Alan. Vor 2 Wochen Sie habe ich haben nicht meine gespielt, gesamte genau. Basis erledigt. Von Ihnen erwarte ich noch mehr. Und jetzt spiele die Gestern Kampagne waren Sie weiter. Soldat an der Letztes Mal war Front, es ja aber in dem heute Schnee sind gewesen. Frontengeschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt vor nichts zurück, wirklich vor gar nichts. Er ist keiner Flagge gegenüber loyal, keinem Land, keinem Ideal. Er tauscht Blut gegen Geld. Ihr neuer bester Freund. Der Preis dafür war hoch, dass Sie neben ihm stehen. Aber agieren Sie trotzdem besonnen. Sie müssen in einem Undercover-Einsatz an Makarovs Seite kämpfen. Ach, genau, ich war jetzt am Flughafen. Sie haben einen Zivilisten getötet. Ah, was war denn das? Ich wusste, ich darf die Zivilisten nicht töten. Benutzt nur die Polizistin tötet. Oh, es piept. Ich habe Metall bei mir, es piept. Die Treppe hoch, los! Okay. Okay. Ja, ich darf nur die Polizisten killen. Ich glaube, das ist ein bisschen zerfetzt worden. Aber nur ein bisschen. Gehen wir! Die sind nicht tot, die schlafen nur alle. Und die haben alle probiert, einen Hotdog zu essen. Ketchup ist alles auf den Boden geflogen.
Position überprüfen. Ich habe lange darauf gewartet. Das haben wir alle. Hier lang, los! Hier lang. Los! FSB, ausschalten! So. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Den Gepäckwagen. Korridor gesichert. Okay. Feuer einstellen. Luci Militis, komm rein. Dieser andere war eine klare Botschaft, Makarov. Das war keine Botschaft. Das ist eine Botschaft. What the fuck? Ich dachte, er könnte uns täuschen. Wenn sie die Leiche finden, wird Russland Krieg verlangen. Er hat mich gekillt! Die Russen werden es nicht unbeantwortet lassen. Das wird unschön. Allerdings. Aber in den Augen der Welt sind sie die Opfer. Niemanden wird es stören, wenn die Russen auf Amerikaner einschlagen. Makarov war einen Zug voraus. Jetzt hat er Tausende von Leichen zu Füßen eines Amerikaners hinterlassen. Nur wir wissen, dass es Makarov war. Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Wir brauchen Beweise. Folgen Sie der Kugel.
Alejandro Rojas. Nie von ihm gehört, Sir. Sie kennen ihn als Alex der Rote. Er hat alles vorbereitet. Eine Kugel löst den Zorn einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Er ist unser Ticket zu Makarov. Ghost, die Kennzeichen stimmen. Verstanden. Irgendwas vom... So, ich werde mal hier Stopp machen. Das Spiel... Also, der nächste Part dauert bestimmt wieder etwas länger. Deswegen werde ich den nächsten Part nächste Woche zeigen. Und dann wünsche ich euch bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.